In der Notaufnahme übernimmt das Team um Assistenzarzt Li Fam einen 10-Jährigen, dem eine Schere im Arm steckt. Der Unfall soll beim Toben mit seinem Cousin passiert sein, doch wie genau ist unklar. Dem Jungen wurden bereits starke Schmerzmittel verabreicht, sodass er etwas ruhiger geworden ist. Seine Mutter ist jedoch fassungslos. Und das ist zu Hause passiert? Oder? Ja, also im Kinderzimmer ist es passiert. Die Jungs haben gespielt. Ja. Und dann haben wir einen Schrei gehört, ich bin rein und dann steckt er da die Schere. Und ich habe dann gedacht, ich ziehe die mal besser an mich raus. Und Das war gut, das haben sie richtig gemacht. Ne? Weil die steckt zu tief drin. Wenn ein Fremdkörper im Körper steckt und der zu tief drin ist und man ihn rauszieht, dann kann das fatale Folgen haben. Dann kann es zum Beispiel zu einer Blutung kommen, die nicht zu stillen ist, die dann auch lebensbedrohlich enden kann. Kannst du die Finger bewegen? Ist das jetzt so verletzt, dass kannst du deine Schere Hand ruhig halten? Geht das? Die Schere ist zu tief drin, die Gefahr. Was mit deiner Hand? Alles okay? Ja. Ja? Tut dir irgendwas weh, auch auf der anderen Seite? Nein. Du brauchst die Hand nicht festhalten. Genau, lass sie ruhig entspannt liegen. Die Gefahr ist, dass entweder Sehnen oder Nerven oder sogar Blutgefäße verletzt sind. Wenn wir die hier unter unsterilen Bedingungen und nicht operativ entfernen, dann könnte es sein, dass, wenn da ein Gefäß verletzt ist, dass es zu einer Blutung kommt, die wir nicht stillen können. Hast du dich auch irgendwie mal am Hals verletzt oder so? Stunden. Nein. Ich muss mal den Hals betrachten. Mein Mann ist gar nicht da, der ist. Hat er sich da irgendwie verletzt? Oder was ist Jonas? Das? Jonas? Das weiß ich nicht. Scheint schon was älter zu sein. Hast du das woanders auch noch? Das sehe ich das erste Mal. Was ist da passiert? Kannst du dazu irgendwas Jonas, sagen? Kannst du mir erklären, was das für Flecken sind? Nein. Hast du die schon mal gesehen? Jonas, ist das vom Spiel mit Noah? Nein. Ich habe da ganz ehrlich als erstes so ein bisschen an so ein Würgemal gedacht. Und da denkt man ja dann ganz schnell in alle Richtungen. Häusliche Gewalt, Gewalt in der Schule. War das vielleicht auch der Cousin? Also das ratterte dann die ganze Zeit so. Und bis man dann versucht hat, das so ein bisschen übers Erfragen, auch bei der Mutter, das so auch richtig einzusortieren. Um herauszufinden, wer dem Jungen die blauen Flecken am Hals zugefügt hat, sucht Li Fam das Gespräch mit der Mutter des kleinen Patienten. Der Assistenzarzt hat einen schlimmen Verdacht. Gibt es Probleme in der Familie des 10-Jährigen? Können Sie mir, also wir sind hier unter Schweigepflicht. Ja. Können Sie mir irgendwas über die häusliche Situation bei Ihnen sagen? Wie ist es? Meinen Sie etwa, dass ich ihn gewürgt hätte? Nein, das sage ich gar nicht. Aber ich möchte gerne wissen, lebt er mit seinem Leben fremde Personen im Haushalt? Also okay. Wir sind ein ganz normaler Haushalt. Mein Mann ist natürlich viel, es ist Geschäftsreisen, also ist viel auf Geschäftsreise. Ich bin oft allein mit Jonas, aber es ist alles super bei uns. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass er war in letzter Zeit, also wir kuscheln normalerweise viel so auf dem Sofa und wir kämmeln auch mal mit Kissen und so, das ist ja normal. Und in letzter Zeit wollte er das nicht mehr machen, also wollte abends nicht mehr mit mir so ein bisschen rangeln und so, das machen wir. Und das hat er nicht mehr gemacht. Susanna hat sich das veränderte Verhalten ihres Sohnes bis jetzt mit dem Einsetzen der Pubertät erklärt. Als Schwester Nancy später nach dem frisch operierten 10-Jährigen schauen möchte, trifft nicht nur sie der Schlag. Jonas, was machst du da? Nein, der hat mit dem Schlüssel, Jonas! Was ist passiert, Mira? Ich glaube, der hat mit dem Schlüssel in die Steckdose gefasst. Steckdose? Hol mal den Notfallwagen. Ja, sollen wir ihn aufs Jonas? Bett oder schaffst du das? Jonas, kannst du mich hören? Ja. Okay, gut, ich hole dich mal kurz aufs Bett. Die Gefahr bei einem Stromstoß besteht darin, dass das Herz in der sensiblen Erregungsphase mit dem Strom erregt wird und das Herz nicht mehr konform schlagen kann. Das heißt, die Vorhöfe und die Kammern, die schlagen unregelmäßig und wir können nicht mehr das Blut in den Körper pumpen und mit Sauerstoff versorgen. Deswegen muss er sofort an ein EKG angeschlossen werden. Wir müssen den Herzrhythmus stabilisieren und wir müssen ihn die nächsten 24 Stunden beobachten. Jonas, warum bist du an der Steckdose gewesen? Ich wollte das nicht. Meine Hand, die macht tief das ein- und ausatmen. Das war wie am Sonntag im Bett. Da hat die mich einfach gewürgt. Das macht mir Angst. Ich kann da nichts gegen machen. Nicht erschrecken, ich klebe dir hier nur die Elektroden drauf, Mäuschen. Das tut dir nicht weh. Genau. Ich wollte das nicht. Ich kann da nichts für. Ja, wie deine Hand macht das? Du hast doch gerade da. Ich hab dich doch gesehen, wie du das gerade gemacht hast. Die hat einfach den Schlüssel gegriffen. Ich habe keine Kontrolle mehr über meine Hand. Jonas, ich bin nicht verrückt, Mama. Nein. Jonas, willst du mir sagen, dass deine Hand von allein in die Steckdose gegriffen hat? Du hast keine Kontrolle über diese Hand? Nein. Ich mach das hier dran. Heißt das, hat deine Hand auch die Schere in deinen Arm reingerammt? Die hat die gegriffen und einfach
unten meinen Arm geschlagen. Jonas' Symptomatik spricht eindeutig für eine neurologische Ursache. Und zwar zentral im Gehirn, da nur der linke Arm betroffen ist und der linke Arm eine sehr auffällige Symptomatik zeigt, die eigentlich aus dem Gehirn gesteuert wird. Denn unser Gehirn sagt, Finger, beweg dich, Faust, schließ dich. Und das schien bei Jonas nicht zu funktionieren. Der Schädel des Jungen wird sofort gescannt. Sollte am Hirn etwas wachsen, das für unkontrollierte Bewegungen des linken Armes sorgt, steht eine sofortige OP an. Der Assistenzarzt hat zudem Neuigkeiten zur Herzfunktion des Schülers, denn auch der erlittene Stromschlag kann lebensgefährliche Folgen haben. Inzwischen sind Jonas' Onkel und sein Cousin in der Klinik. Bislang haben wir keine Herzrhythmusstörung bei ihm entdecken können. Okay. Wir werden ihn mindestens 24 Stunden beobachten. Mhm. Und ich habe die Ergebnisse vom MRT-Befund. Ja, okay. Also, wir konnten keine Raumforderung sehen, mhm, keine Blutung. Okay. Und das Gehirn macht einen gesunden Eindruck. Oh, okay. Das heißt, er hat keinen Tumor? Er hat keinen Tumor, den wir im Bild sehen. Oh Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stand erstmal auf dem Schlauch. Doch dann hat Jonas mir eine Info gegeben, die mich wieder auf den Weg gebracht hat. Mama, da als ich nach Hause gekommen bin vom Spielen, auch mit Noah, ja, vom Spielplatz, ja, wo mir schlecht war. Genau, da habt ihr zu viel Pizza gegessen und der ganze Pommes und alles und das Eis. Das könnte auch deswegen sein. Aber an dem Tag, da waren wir auf dem Spielplatz, auf dem großen Klettergerüst bei uns. Ja. Du kennst das doch, ne? Da, wo du nicht drauf darfst, ja? Ja. Und da sind wir drauf geklettert. Okay. Und dann bin ich runtergefallen und dann mit dem Kopf gegen eine Eisenstange. Aber wir haben es dir nicht erzählt, weil wir dachten, wir kriegen Ärger und dann dürfen wir nicht mehr zusammen spielen. Aber das hättest du mir doch sagen müssen. Ich habe gedacht, dir ist schlecht. Er kam nach Hause, dann hat er sich übergeben. Und dann habe ich gedacht, naja, die essen ja schon mal alles durcheinander. Ich habe ihm gesagt, sie sollen sich eine Pizza holen. Dann war aber eine Pommes noch mit dabei und alles. Okay, also nach dem Sturz hat er sich übergeben. Ja, genau. Er hat sich übergeben und ich habe ihn natürlich ins Bett gesteckt. Dann, weil ich habe gedacht, das Magen verdorben. Hattest du eine blutige Stelle auch bei dem Sturz? Nein. Ich hab auch schon, okay. Wo war das denn? Ich habe die noch angerufen. Ja, aber das ist ja klein. Ja, vor wie vielen Wochen war das, Jonas? 5, 6 ungefähr. Ja, das kommt hin. Das kommt schon hin. Ja, vor 5, 6 Wochen. Da ist er dann. Okay. Also was heißt das denn jetzt genau dann? Hast du irgendwie Doppelbilder gesehen? Ist dir irgendwie schlecht geworden? Hast du Blut gespuckt? Nein, ich habe. Also mir war halt nur schlecht. Dann habe ich auch noch gebrochen. Dann haben wir geduscht. Ja. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe einen Tee getrunken. Genau. Ja. Am nächsten Tag das Pfefferminztee. Und dann war eigentlich, also es war ja nichts mehr dann, war ja alles gut. Das erklärt einiges. Könntest du vielleicht, ich habe ein Schaubild draußen, könntest du mir das vielleicht bringen? Ja, bringe ich dir sofort gern. Mhm. Was meint das? Das erklärt einiges. Also, ja. Was ich in der Literatur gelesen habe, ist, dass es in einigen Fällen nach so einem starken Aufprall zu einer Funktionsstörung des Gehirns kommt, die in den meisten Fällen, die beschrieben wurden, es ist wirklich sehr, sehr selten passiert. Ich glaube, es gibt nur 50 beschriebene Fälle weltweit, die zu einer reversiblen Störung kommen. Das heißt, ah, super. Oh, bitte schön. Wenn man sich vorstellt, das ist das Gehirn von Jonas. Ja. Das ist das rechte Gehirn, die rechte Gehirnhälfte, und hier ist die linke Gehirnhälfte. Ja. Es gibt eine einzige Struktur, die diese beiden miteinander verbindet. Das ist der Balken, das sogenannte Corpus callosum. Ja, und das ist in der Mitte sozusagen, oder wie, ich verstehe das nicht. Genau, das ist in der Mitte zwischen beiden Gehirnhälften, ah, und das ist die Verbindung. Was bei einer starken Gehirnerschütterung passieren kann, wovon ich ausgehe, ist, dass es zu einer Übertragungsstörung zwischen rechts und links kommt. Das Verhalten, was Jonas hat, ist das sogenannte Alien-Hand-Syndrom. Das bedeutet, dass dass seine linke Hand ein Eigenleben führt. Die Mutter war sehr geschockt, als der Arzt ihr die Diagnose dann verkündete. Ja, das war für mich als Mutter natürlich sehr gut nachvollziehbar. Diese Erkrankung ist sehr, sehr selten. Es gibt keine richtige Behandlungsmöglichkeit. Nun, und seinem Kind oder der Mutter dann sagen zu müssen, dass man das aussitzen muss, ist ja natürlich sehr schwierig. Ja, aber was wollen wir denn jetzt machen? Also ich meine, ich kann ja nicht, was soll ich denn mit dem Kind machen? Jetzt soll ich so, ich kann ihn noch nicht 24 Stunden beaufsichtigen. Wir haben ein neurologisches Zentrum. Ja. Er wird angebunden dort. Sie wollen mein Kind festbinden? Nein, medizinisch angebunden. Okay. Ja. Das bedeutet, dass er zu den Spezialisten kommt. Ja. Er bekommt Physiotherapie. Und die Fälle, die beschrieben wurden, die hatten in wenigen Wochen
einen vollkommenen Rückgang der Symptomatik. Der 10-Jährige hatte Glück. Mit Hilfe von Physiotherapie hat er seine Hand schnell wieder unter Kontrolle bekommen. Nach 3 Wochen in der Klinik war die Hirnschädigung komplett verheilt und es sind keine Funktionsstörungen mehr aufgetreten. Der Schüler lebt wieder völlig beschwerdefrei.